Moin Viel moin. Wohn zum Gruße, guter Herr. Moin moin. Heiliger Maulwurf. Sagt man das hier so? Erkennt ihr mich nicht? Huch, das Hütchen ist ja Ich bin ganz anders. Frico. Ey Mann, Natürlich. das ist. Ihr seid doch diejenigen, die ich schon rübergebracht habt. Das ist ja super. Das ist ja ein Zufall hier. Ja, schön, euch wiederzusehen. Ja moin. Heiliger Maulwurf. Also, ob es morgen ist, weiß ich zwar nicht, aber. Moin moin sagt man immer. Würde ich egal Was? waren. Ach so. Ja, schön, dass ihr hier seid. Wo sind eure Schuhe? Auf dem Ihr werdet ja schon Schiff. wieder ganz dreckig. Und stinken tut ihr. Ja, also das möchte ich mir jetzt an der Stelle mal verbieten, Ach ja. komm schon. Das ist der Fluss. Ja, na gut. Ihr habt ein bisschen Spiritwasser abbekommen, ne? Da müsst ihr aufpassen. Nee, ich wollte nur sagen, Just hat mir gesagt, ich soll mich hier hinstellen. Warum auch immer. Und da habe ich euch gesehen, dachte ich mir, man kann ja mal fragen, ob ihr ein paar Spenden habt. Ich sammle Spenden für die Schlaflosen. Mensch. Ja, habe ich gesehen. Ja. Aber ihr wisst ja, wer schläft, sündigt nicht, ne? Das stimmt, das stimmt. Und ich habe gehört, dass sehr viele Schlaflose in Richtung Westen kampieren in einem Lager. Ja, das ist richtig. In der Nähe von Flusswacht. Das sind die neuesten Informationen, die weiter getrauscht werden. So ganz grob 2500 Soldaten, zumindest auf der einen Seite. Aber da kommt noch der Trost zu, ne? Ich kann mich hier mit Kriegskunst und so kenne ich mich nicht aus, aber das werden so sicherlich auch 500, 600 Personen sein. Also ist groß. Auf der nördlichen Seite. Ja, auf der anderen Seite sitzen die Leute von dem anderen Fiesewicht. Heiliger Maulwurf. Gibt es Wege, sich unbemerkt an das Lager zu gelangen? Schleichwege, Wildwechsel. Ja, also, das habt ihr jetzt nicht von mir, ne? Aber ihr seid ja die mit den Schlaflosen, ne? Es gibt eine geheime Untergrundzelle da. Also auch da haben wir im Tross Leute, die auf dem Bauernhof leben und im Gasthaus. Ihr habt das nicht von mir, weil man tratscht ja nicht über fremde Leute und vor allem nicht schlecht, aber ich habe gehört, in der Gaststube gibt es ja jemanden. Den Wirt? Die Wirtin. Mann, du bist ja ganz schön sexistisch, Mensch. Nun. Naja, also da musst du aber schon zugeben, es gibt viele Wirte, weil es sind ja auch viele Wirte, ehemalige Soldaten. Ja, aber Soldatinnen gibt es genauso. Ja, aber die verlieren meist nicht ihr Bein. Das ist ja jetzt ganz schön von Vorurteilen getrieben, junger Mann. Nee, guck doch die mal oben. Aber ja gut, selbst wenn die Wirtin ja jetzt unser Freund ist, die sitzt doch mitten im Lager, oder nicht? Ja, es ist eine Bauernsfamilie, die Weidenbaum ist. Vater Helmbrecht, das ist ein Bekannter von Just. Und Just ist ein Widerstandskämpfer, genauso wie Helmbrecht. Helmbrecht, Weidenbaum. Und Sie haben das gleiche Stichwort, das gleiche Codewort. Gut, ne? Heiliger Maulwurf. Das ist schlau, ja. Das ist das Codewort für alle hier. Nun Das ja, ist ob ein das schlimm. kriegserfahrener Veteran. Der war im Ob Uga-Zug. Dem fehlt ein wissen. Bein. Aber das ist ein Vorurteil. Deswegen habe ich euch das eigentlich nicht erzählen wollen. Dem fehlt wirklich ein Bein. Das wurde ihm ausgerissen. Ausgedreht Ja, sogar. passiert denn öfter, deswegen sage ich das Aber ja. spreche ihn dann nicht darauf an. Auch wenn er ein Hinkebein hat. Sagt da nichts zu. Ja, ich habe erst kürzlich, was heißt kürzlich, ist schon Jahre her, da habe ich meinen Ronnergeweihten getroffen, dem hat auch das Bein gefehlt. Ja, das ist ja nicht das Ende, wenn einem Gliedmaßen fehlen. Da geht trotzdem weiter. Ich habe auch schon Rondrianer getroffen, die nur einen Arm hatten oder dem eine Hand fehlten. Ja, so einen kannten wir auch einmal. Tja. Ja, den meine ich. Ihr war ein weniger netter Mann. Ja, aber wie gesagt, die Familie Weidenbaum ist ganz nett. Die haben einen Bauernhof und die Wirtin ist auch super. Das ist gut zu wissen. Wenn wir jetzt zufällig nach Flusswacht reisen wollten, was für Leute wären da wohl am unauffälligsten? Vielleicht Leute mit irgendwie einem Karren oder so? Tja, also sicherlich, wollt ihr einen Karren haben? Habe ich jetzt hier nicht, aber ihr könnt euch sicherlich dann die Straße hoch dann was besorgen. Entweder bei Borowein oder wie die ganzen anderen Ortschaften hier noch heißen. Ne? Die sind ja eigentlich umgangen,
Aber wenn ihr auch in Kylo Row seid, ne, das ist dann auf der anderen Seite, da wo ihr jetzt so mit eurem Schiff gerade seid, da ja, kriegt den Kylo Row sicherlich was. Mit dem, also sicherlich unauffälliger, als wenn ihr da mit so einer Galeere reinfahrt, ne? Mhm. Heiliger Maulwurf. Ja, wenn du jemanden wüsstest, der in Kylo Row bereit wäre, so einen Karren an Schlaflose abzugeben, Spende. Ihr müsst auf den Kaiser schwören. Der Kaiser von der Baronie Maus. Das ist eine Geschichte. Soll ich euch die erzählen? Die ist super lustig. Ja, sicher. Also, die erzählt man sich da überall. Ne? Baronie Maus ist super stolz auf ihren kaiserlichen Hoflieferanten und die Kaiserzimmer und die Kaiserstuben. Weil in den kaiserlosen Zeiten, ne, da gab es ja mal diesen toborischen Herzog, Kunibrand. Und der war 920 war das, glaube ich. Das ist jetzt auch schon 100 Jahre her. Der war bei Islamsbrück. Und dann gab es den Kaiservater Barduron und der wurde erschlagen. Also der ist gestorben und dann zerfiel die Streitmacht. Aber dann gab es ja noch den Gefolgsmann von dem. Und der hat das Banner von Kunibrand hochgehalten. Und der ernannte sich zum Kaiser. Und gab ein gewaltiges Gewitter und Blitzschlag, zerstörte den Wehrhof von dem Baron und der Heimatbaronie und dann machte das dem Kaiser auf einen Schlag mittellos. Ne? Das war dann so ein Kaiser, der hier im Niemandsland ohne irgendwas hier rumsaß, aber seine Vasallen haben gesagt, er hält das Banner, er ist der Kaiser von der Baronie Maus und vom Mittelreich. Und er ist dann von der Taverne zu der Taverne gezogen und alle haben den Kaiser hochleben lassen. Also einfach euer Schnapsglas heben und sagen, auf Kaiser Kunibrand. Das werde ich mir merken. Das ist eine super interessante Geschichte, ne? Naja, jetzt vielleicht in Gareth nicht so beliebt, aber hier bestimmt. Ach, die ist super. Ach was, das ist eine amüsante historische Anekdote. Ja, also mir fällt zumindest eine junge Frau ein, die das anders sehen würde. Ja, ja. Und die kennt ihr noch viel besser als ich. Hier, du hast so einen Magierkittel an. Das habe ich ja auch schon gesehen. Ne? Ich habe dich ja schon mal beschuldigt, dass du Nekromant bist. Aber bist du ja gar nicht. Du könntest auch Hofmager werden. Ne? Wenn so ein Kaiser von der Baronie Maus gäbe, dann könntest du gleich als Hofmager einsteigen vom Kaiser Kunibrand. Das wäre doch lustig. Ja, aber der ist schon tot. Mir mal übermerken. Der ist schon tot. Das ist ja schon 100 Jahre her. Nein, aber man soll ja nicht schlecht reden. Nicht ja, aber wer will schon Hofmager werden? Das klingt doch langweilig, oder? Ja. Furchtbar langweilig, ja. Da zieht man doch viel lieber mal mit seinen Freunden nach draußen. Ja, so einen richtigen Humpen heben. Ja, mitten durch Tobrien laufen. Ja, also ich habe nichts zu tun. Wie gesagt, der Totengräber Just hat gesagt, ich soll hier warten. Und wahrscheinlich auf euch, woher auch immer ihr das wusste. Wie von den Göttern auserwählt, wie so ein kamaler Kausalknoten, sagt er immer. Aber wenn ihr wollt, kann ich euch begleiten in die Maus rein. Wart ihr schon einmal dort? Na sicher. Also nur bis zum Rand. Aber ansonsten, ich bleib ja meinem Tobrien treu, ne? So weit daraus war ich noch nicht. Ihr also seid Medina, ein weit gereister Tobria, könnte man sagen. Ja sicher. 100 Meilen im Moor, das ist eine wilde Reise. Da kommt man sonst von Gareth nach Alanfa. Verstehe. Heiliger Maulwurf. Ja, also da muss ich euch enttäuschen, das dauert länger. Das schon, aber trotzdem wärt ihr uns natürlich sehr willkommen. Derweil wird Boltax von den elementaren Kräften gezogen, einmal ausgespuckt, wieder eingestiegen. Nach gut einer Stunde der Reise auf einem Garten aufschlagen. Du guckst dich kurz um und siehst, wie eine Person auf dich zustimmt, ein Soldat, der dich umreißt, umwirft. Runter! Schützen! Ja, beschützt den Krug der heiligen Lindegard, genau, aber ihr müsst mich. Oh, jetzt geht doch von mir runter. Oh. Ja, hey, neben dir kannst du dann auch irgendwie sehen, wie aus dem Gebüsch Leatmann Freisop auftaucht und mit seinem jungen Gesicht dich anguckt und dir zulächelt. Der Soldat derweil, der dich umgerannt hat, Regel 1, Kopf unbehalten. Regel 2, mehr nach. Wohin denn? Jetzt warte doch mal, ich muss hier jemanden treffen. Kopf runter! Jetzt war. Oh. Würfel mal eine Intuitionsprobe. Nein. Nein.
Du siehst gerade noch, wie ein Armbrustbolzen auf dich zugerast kommt. Du versuchst dich wieder, ja, Regel Nummer 1 zu befolgen. Da ist es zu spät und du bekommst einen kräftigen Streifschuss ab. Ich würfel gerade mal eine Trefferzone und 1W6 plus, nee, 2, würfel 2W6 plus 4 Schaden. Guck gerade mal nach. Talente, Kampf, Trefferzone. In die Brust. Na gut, ich trage meine Rüstung hier noch. Von daher. Ja, 12 TP in die Brust, lässt sich straucheln, das wollte ich gerade wieder erheben, guckst die verständnislos die Wache an, den Soldaten, und da wirst du wieder runtergepflockt. Boah, das hat ganz schön gezwirbelt. Und dann die Büsche. Ja, ist ja gut. Ja, ich würde jetzt tun, wie mir geheißen. Ah, Boltax, das ist ja schön, dass du hier bist. Ich bin schon ein bisschen länger hier und das ist ganz schön im Krieg hier. Du musst immer den Kopf unterbehalten. Wir sind gerade im Garten, da wo du gesagt hast, dass wir hin sollen. Also eigentlich warst du das ja gar nicht, sondern Zulamin. Die hat mir das gesagt, das ist aber schon ganz schön lange her. Aber sie sagte in einer Stunde und jetzt bist du hier. Und wir wussten nicht, wo du auftauchst, aber jetzt bist du hier. Ja. Du warst erfolgreich, das ist ja schön. Ja, jetzt ganz ruhig. Also eigentlich habe ich Zulamin das gesagt, dass sie dir das sagt, weil ansonsten wäre das ein bisschen schwer gewesen, dann hätte ich dich ja erst noch suchen müssen. Zulamin ist so toll. Ja, die hat das gut gemacht, finde ich auch. So, also, um dich mal ganz kurz auf den Stand der Dinge zu bringen. Wir waren in Medena, dort hat Yalan sich ziemlich dumm angestellt und wurde verhaftet. Und, weil wir ihn jetzt retten müssen, aber wir auch den Krug haben, den wir glücklicherweise durch mein Zutun erst erringen konnten, haben wir uns überlegt, ich komme schnell her, bringe dir den Krug, und dann muss ich ein bisschen Kräfte sammeln, dass ich auch schnell wieder zurückreisen kann, dass wir Yalan befreien. Weil, hast du den Krug mit? Ja, natürlich habe ich den Krug mit. Ach, das ist ja super. Na klar, Boltax Ehrenwort. Das ist doch eine Kleinigkeit für mich. Und du willst jetzt wieder weggehen und Yalan retten? Ja, muss ich ja. Der hat sich ja... Also, machst du damit auch mit? Ja, selbstverständlich. Sag ihr bitte, sie ist vorsichtig. Sie ist vorsichtig, keine Sorge. Du darfst ja nicht vergessen, da sind ja auch noch ganz andere kompetente Leute dabei. Aber Rafim ist auch da, ne? Genau, sagte ich ja, andere kompetente. Von dem sollte ich dir auch noch was ausrichten. Was denn? Ah, was wird's wohl gewesen sein? Immer schöne Grüße. Linker Haken. Ach so, ja, okay, mache ich. Aber der Haken bringt mir hier nicht viel, weil die alle schießen. Ja, das ist natürlich blöd. Aber die werden nicht mehr so lange schießen, hoffe ich. Weil wir gehen jetzt erstmal... Naja, Xeran töten, ne? Okay, aber... Wie das so sein muss. Okay, wenn wir den... Gib mir den Krug, dann kann ich mich in Zwiesprache mit Pereine unterhalten und meditieren über die Aufgabe, weil die Prophezeiung ist ja noch nicht fertig. Es geht ja noch weiter. Ja, ich muss nur noch etwas Kräfte sammeln. Wäre es in Ordnung, wenn ich dann den Krug auch 1, 2, 5 Mal benutze, um, wieder genug Kraft zu haben, um zu den anderen zurückzukehren. So funktioniert das nicht. Nicht? Oh. Also einmal ja, aber danach ist Schluss. Das ist natürlich nicht mal mit den Quellen hier. Na, die Wasser sind heilig. Darum geht's doch in der Prophezeiung. Trag es mit dem Krug auf die Felder, benetzt verdorrte Pflanzen und schenkt den Durstigen ein. Über Stock und Stein hindurch durch zürnende Feinde tragt es zu denen, die es bedürfen. Wie seinerzeit die unerschrockene Lindegard. Spendet mit dem heiligen Wasser neuen Segen. Dann muss ich einfach hoffen, dass der graue Mann mich auch hier in den heiligen Quellen erreicht. Dann bring mich doch mal zu den heiligen Quellen, dass wir deine Zwiesprache machen können. Ja? Wir sind schon im Garten. Hast du doch gesagt, dass du da hin willst? Ja, aber ich weiß ja nicht genau, wo die Quellen sind. Okay, gut. Hätte ich was übersehen. Das sind sie, oder? Ja, also das hier ist der Park und da sind die Bäume und die Blumen und die Quellen, da ist der Paraine-Tempel und da gibt es diesen Quellsee im Inneren, der liegt in einem Atrium. Und zwei Brücken, die führen darüber. Ich zeige es dir, komm mit, er nimmt dich an der Hand und führt dich dann geduckt mit der anderen Wache durch die Büsche. Schlagt euch tatsächlich an irgendwelchen hohen Mauern vorbei. Du weißt nicht genau, wo der Bolzen hergekommen ist, aber oder wie sie dich gesehen haben, aber ihr schlagt euch nicht über das komplette Äußere, den großen, großen Garten hindurch, sondern nur durch die Büsche in Richtung des großen Paraine-Tempels. Die Stunden vergehen. Die Sonne geht irgendwann wieder auf und Yalan wird von einer gewaltigen Erschütterung, einem Zittern im Boden wach. Oh. Ich blicke mich um. Ich will Alrik Sijan fragen, was vor sich geht. Dann fällt mir ein, dass er gar nicht da ist.
Dann stelle ich mich ans Fenster, ich nehme an, ich komme da irgendwie rauf, wenn ich eine Bank oder so irgendwas kletter ich auf die Suppenschale und linz da mal raus. Du versuchst dich ein bisschen zu orientieren, das Fenster ist ziemlich klein, du kannst viele Zelte sehen, die dir den Blick versperren, aber eine Präsenz, die du durch die Zelte hindurch spüren kannst. Und du kennst diese Präsenz. Du hast sie das letzte Mal vor 2 Jahren gespürt. Könnte mein Tag nicht schlimmer werden. Der Geruch dringt zu dir hinüber. Es riecht nach einer uralten Identität. Du kannst Gedankenbilder sehen und hören und schmecken. Auch wenn sie nicht mit dir oder auf dich gerichtet sind, aber das Drachische, wie es in deinem Kopf herumspukt und dein Gehirn durchwühlt, wie einen großen Löffel in einer Suppe. Der Goldene ist da. Und was auch immer Lessern kann hier tut, das kann nichts Gutes bedeuten. Diese Erkenntnis suche ich unter dem Fenster in Deckung, um nicht versehentlich in einer Flammenwolke zu vergehen. Nach ungefähr 20 Minuten, die du ja dich zurückgekauert hast, noch die Reste deiner Suppe angesehen hast, die auf dem Kerker ist es nicht, auf dem Tavernenboden dann ausgelaufen ist. Dein Bauch knurrt, dein Magen, guckst noch das Bier an, wollen sie dich vielleicht vergiften? Schaum ist längst weg. Und während du dich gerade entschließt, vielleicht etwas davon zu probieren, kannst du sehen, wie jemand die Treppe runtersteigt. Schwerter Borberatz. Ihr sucht euch gute Zeitpunkte aus. Ja, abgemerkt, was draußen vor sich geht, ja? Ja, deswegen sind wir bei dir. Lessan Khan kennt dich wohl. Dich und deine Gesellen. Wir hatten einen kleinen Zwischenfall. Hab ich wohl gesehen, aber gehört. Er spricht mit mir in den Gedanken. Drachen sind gruselig. Tatsächlich? Ich höre gar nichts. Nicht? Mann, das ganze Lager spricht von nichts anderem. Und er ist da. Er hat sich schon mal nicht dazu herabgelassen, mit mir zu sprechen. Nun, was wollt ihr? Ziehen wir um? Du ziehst um, ja. Vielleicht opfert er dich, keine Ahnung. Und damit treten sie heran, lösen sich dann von den Ketten. Es sind aktuell 3 Leute da, also du kannst sie natürlich überrumpeln, aber sie sind auf alle Fälle orientiert. Ich bin noch geschwächt und ich habe einen Arm. Ich verzichte dankend. Ja, so wirst du die Treppe nach oben geführt. Besteht die Möglichkeit, meinem aufschließenden Schlüssel zu stehlen? Taschendiebstahl. Kann ich das mirakeln? Du kannst es mirakeln. Du weißt nicht genau, ob Wächter des Tages, Wächter des Nachts, ob sich das widerspricht, aber du hast das Gefühl, das ist ein schwimmendes Konzept. Sagen wir mal, ich nehme die halbe Erschwernis. Nehmen wir. Dann ist es um 5 also Punkte plus die halben Sternchen, ne? Richtig. Ja. Dann nehmen wir an, ich nehme die halbe Erschwernis von 12, dann habe ich noch 3 über. Dann bin ich bei 6 Punkten auf Taschendiebstahl. Ja, würfel mal. Sag mir jemand Attribute, denn ich habe das normal nicht. Würfel einfach mal 3W6. 3W20 meinst du? 3W20. Oh, ich schieb die 19. Hast du noch einen Chip? Ja, ich habe meinen nicht ausgegeben. Ich habe meinen benutzt vorhin. Ja, damit habe müssen ich wir unabhängig von den Attributen, wird das wohl gelingen. Er würfelt trotzdem an der Sinnescheibe Bobe dagegen. Mhm. Auf Tasten. War mir übrigens mein letztes Karma. Danke. Fios, Fex, wie auch immer. Ja, möchte jemand von den anderen Helden die Probe eines NPCs wiederholen? Kann ich, aber Leute, macht. Ich glaube, das ist nicht. Ich habe den Chip auch schon ausgegeben. Ja, mach mal neu. Ich nicht. Mach neu. Okay, ein Chip für den NPC. Na toll. Ich hätte natürlich die 18. Das habe ich nicht bestellt. Die 18 ist gut, aber ihr hättet mir auch sagen können, ihr wollt nur die 11 neu würfeln lassen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gefragt. Er kriegt aber keine Punkte dazu, unter der Annahme, dass er irgendwie bei einer 13 war, von den Attributen her. Genau, nee, also ich frage also noch einmal, ich frage nochmal, soll er die 11 wiederholen oder wollen wir die 18 so stehen lassen? Bei den Werten kein Unterschied. Ich wollte gerade sagen, ich kenne seine Attribute jetzt nicht genau, aber ich nehme an, wenn wir bei der 11 sagen, wir auch eine 18 würfeln, wird die Probe nicht besser. Also sie wird bei beiden etwa gleich aussehen. Gut. Ja.
Aber mit der 18, wie viele Punkte hast du jetzt übrig? Ich darf mir sicher Attribute wissen. Ja, dann gucken wir wirklich mal an. Ich nehme an, ich habe alle 7 oder so. Solaminati Attribute? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich dachte nur, es wäre egal. Mut, Intuition, Fingerfertigkeit. Dann fehlen mir 2, dann habe ich also 5. 5 Punkte? Ja, vergiss nicht, dass du nur einen Arm hast. Also ich weiß nicht, wie sich das auf die Fingerfertigkeit auswirkt. Interessant. Ich meine, für gewöhnlich führt man einen solchen Diebstahl nur mit einer Hand durch. Also ich meine, aber mit der falschen Hand. Bist du Linkshänder? Ich bin Linkshänder. Ich habe den Vorteil linkshändig. Es wird Zeit, dass du Linkshänder wirst. Fex will es. Ich gebe dir mit dem Vorteil linkshändig tatsächlich dann noch die Punkte, die du brauchst, die dir fehlen. Okay. Fex will es. Danke, Wächter der Nacht. Das denke ich mir nur und sage es nicht, denn auch das will Fex. Du wirst nach oben geführt, durch die Zeltstadt, durch die hohe Palisade und kannst dann erkennen, wie tatsächlich dort der gewaltige Kaiserdrache aufgetaucht ist. Was auch immer er hier tut. Aber nach einem Angriff sieht es nicht aus, sondern nach einer Verhandlung. Denn neben ihm stehen 3 riesige Kutschen, Wagen, beladen mit Gold. Oh je. Jalan. Oh je. Er spricht direkt zu dir. In deinen Gedanken mit dir. Blicke ihn an und antworte nicht. Du hier. Ja, Zufälle gibt's. Wieder einmal sind unsere Schicksale miteinander verflochten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie. Er bläht ihn nüstern und dir wird feuriger Atem entgegengeworfen. Er scheint dich zu beschnuppern. War die Drohgebärde. Wir wissen beide, wenn du mich töten solltest, wäre ich schon ein Häufchen Asche. Du bist so viel mehr wert. Vielleicht fordere ich dich für meinen Hort. Da wirst du nicht der Erste. Ich werde der Letzte sein. Siehst du, das hat sich ein Anverwandter auch bereits gedacht. Dann ist er tatsächlich gerade ziemlich erbost. Ich freue mich da innerlich wie ein Kleinkind drüber. Ja. Weil ich ganz genau weiß, er kann mir nichts. Ja. Also du siehst, wie jetzt gerade alle Nachteile, die ein Drache so hat, in ihm toben, miteinander ringen, sein Geiz, seine Gier, er will dich besitzen, aber er kann dich jetzt nicht umbringen, vor allem, weil du auch noch Xeran gehörst, aber du hast ja gerade etwas angesprochen. In ihm. Führt mich nicht in Versuchung. Du gehst zu weit. Oder vielleicht nicht weit genug. Währenddessen bei den anderen, es ist wieder Tag geworden. Boltax ist noch nicht aufgetaucht. Ja, einen Tag hat er noch. Er sollte sich beeilen. Was dauert das lange? Oh, ihr seid aber auch ungeduldig. Wirklich? Also es ist sehr anstrengend, auf solch eine Reise zu gehen. Ich frage nur, ist ihm vielleicht etwas passiert? Versuche nicht allzu viel Sorgen zu machen. Oh, der gute Zwerg gehört zum Kurgar-Stamm. Wir sind ein hartes Volk. Wisst ihr doch. Ja, die Kurgar vielleicht schon. Boltax? Ja, Boltax ist auch ein Kurgar. Mitglied meines Stammes, also wirklich. Boltax ist klug. Manchmal ist das mehr wert als alles andere.